Our gracious and loving Heavenly Father, we come before your holy presence in the name of our dear Lord Jesus Christ this evening. Wir kommen vor deine heilige Gegenwart in dem Namen deines kostbaren Sohnes Jesus Christus heute Abend. Thank you, Holy Father, for your holy presence in our midst. Danke, heiliger Vater, für deine heilige Gegenwart in unserer Mitte. Thank you for making yourselves very real all throughout today. Danke, dass du dich heute als sehr real den ganzen Tag uns erwiesen hast. As we humbly lay ourselves down at your feet right now. Demütig legen wir uns dir jetzt zu Füßen. We pray that you will be exalted above all. Und wir beten, dass du über alles erhoben wirst. Because you are the high and holy one. Weil du der höchste und heilige bist. You are the most high God. Du bist der allerhöchste Gott. You are the great I am. Du bist der große Ich bin. You are holy. Du bist heilig. Holy and holy. Heilig und heilig. Lord God Almighty. Herr Gott Allmächtiger. Who was, who is and who is to come. Der war, der ist und der da kommen wird. Forever and forever you are Lord. Für immer und immer bist du Herr. Unto you shall all flesh come and bow themselves to worship you. Und zu dir soll alles Fleisch hinkommen, sich niederknien und dich anbeten. Not only all flesh. Nicht nur alles Fleisch. But all created beings. Alle geschaffenen Geschöpfe. We read that even the sun and the moons and the stars bow down and worship you. Wir lesen, dass sogar die Sonne, der Mond und die Sterne sich beugen und vor dir und dich anbeten. All creation shall sing holy, holy and holy. Die ganze Schöpfung soll dich anbeten und singen heilig, heilig, heilig. Thank you, wonderful God. Danke, wunderbarer Gott. Shall we all kneel down before the holy presence of God? Sollen wir uns einmal alle vor der heiligen Gegenwart Gottes hinknien? Lift up your holy hands. Erhebt eure heiligen Hände. And bless the holiness of the living God. Und segnet die Heiligkeit des heiligen Gottes. He is the most high God. Er ist der höchste Gott. Let your heart bow down to worship the holiness of the living God. Lass sich dein Herz sich beugen, um die Heiligkeit Gottes anzubeten. Let your spirit prostrate before the holy presence of the living God. Lass deinen Geist kommen vor der heiligen Gegenwart Gottes. Let all that is within you humble itself to worship the holiness of the living God. Lass alles, was in dir ist, sich demütigen, um die heilige Gegenwart Gottes anzubeten. Thank you, mighty God. Danke, mächtiger Gott. Holy, holy, holy.
bow before you, O Lord, our God, Holy Father. Wir beugen uns vor dir, O Gott, heiliger Vater. We bow before you, Lord Jesus Christ. Wir beugen uns vor dir, Herr Jesus Christus. We bow before you, Spirit of the Living God. Wir beugen uns vor dir, Geist des lebendigen Gottes. Give us a heart, Lord, that will worship you in truth and in holiness. Gib uns ein Herz, was dich in der Wahrheit und in Heiligkeit anbetet. Sanctify our hearts, Spirit of the Living God. Heilige unsere Herzen, Geist des lebendigen Gottes. That we shall be holy as the Lord God is holy. So dass auch wir heilig sind, wie der Herr unser Gott heilig ist. We lift up our hands unto you, O Lord our God. Und wir heben unsere Hände hin zu dir, O Herr unser Gott. And we pray you will sanctify Germany. Und wir beten, mögest du Deutschland heiligen. Because you are the Lord God of Germany. Weil du bist der Herr Gott von Deutschland. We lift up the Chancellor of Germany, Miss Angela Merkel, before you. Und wir bringen die Kanzlerin von Deutschland, Frau Angela Merkel, vor dich. Let's bless the Chancellor, Lord. Segne die Kanzlerin, Herr. We lift up all the ministers who work together with her. Und wir heben an vor dich die ganzen Minister, die mit ihr arbeiten. We lift up all the parliamentarians in the German parliament. Alle Parlamentarier im deutschen Parlament bringen wir zu dir. We pray for all those in authority. Wir beten für alle, die in Autorität. Fill them, Lord, with the knowledge of your will. Fülle sie, Herr, mit der Erkenntnis deines Willens. That they may know what is the hope of your calling. Dass sie erkennen, was die Hoffnung deiner Berufung ist. That they may walk worthy of the Lord. Dass sie würdig dem Herrn wandeln. Fill them with the knowledge of your will. Erfülle sie mit der Erkenntnis deines Willens. Make them know the fear of the living God. Mach, dass sie die Furcht des Herrn erkennen. That all Germans will know that the Lord God ruleth the heavens and the earth. Dass Deutschland weiß, dass der Herr Gott den Himmel und die Erde regiert. And there is no other God except the Lord God Jehovah. Und es gibt keinen anderen Gott als den Herrn Gott Jehovah. And the Lord Jesus Christ the Savior. Und den Herrn Jesus Christus, den Retter. Blessed Spirit, who is the quickening Spirit. Und den gesegneten Geist, das ist der Geist. We proclaim und wir the Lordship of the Lord God over this nation. Wir proklamieren die Herrschaft not only over Germany. Des Herrn über Deutschland und nicht nur über Deutschland. We proclaim your Lordship over the whole of Europe. Wir erklären deine Herrschaft über ganz Europa. It's not the woman who rides the beast. Es ist nicht die Frau, die das Tier reitet. But we proclaim the rulership of the Lord Jesus riding on a white horse. Wir erklären die Herrschaft des Herrn Jesus Christus, der ein weißes Pferd reitet. Come on, lift up your shofar and blow it right now. Hebt mal eure Schofare, blast mal. Reign triumphantly over Europe. Regiere
Thank you, wonderful Lord Jesus. Danke, wunderbarer Herr Jesus. Everybody, lift up your holy hands. Jeder erhebe seine heiligen Hände. And now you declare and proclaim with your mouth the lordship of the Lord Jesus over the whole of Europe. Und jetzt erklärst du mit deinem Mund die Herrschaft des Herrn Jesus über ganz Europa. Thank you, wonderful Lord Jesus. Danke, wunderbarer Herr Jesus. Surely you will visit Europe, Lord. Mit Sicherheit wirst du Europa bald heimsuchen. For your time has come to visit this continent. Deine Zeit ist gekommen, diesen Kontinent heimzusuchen. Let it be known, O people of Europe. Sei es euch bekannt, Volk in Europa. That the Lord God will surely visit this continent. Der Herr, unser Gott, wird Europa heimsuchen. But he is coming with a sword. Aber er kommt mit einem Schwert. He is coming with a double-edged sword. Er kommt mit einem zweischneidigen Schwert. A double-edged sword in his hand and a double-edged sword that comes out of his mouth. Ein zweischneidiges Schwert in seiner Hand und ein zweischneidiges Schwert, was aus seinem Mund kommt. Kings and rulers will be pulled down in this continent. Könige und Regenten werden in diesem Kontinent niedergeworfen werden. New governments of righteousness will come. Neue Regierungen in Gerechtigkeit werden kommen. This you will see happening from the north to the south of this continent. Das werdet ihr vom Norden bis in den Süden dieses Kontinentes sehen. There will come a shaking from the northernmost part of Europe all the way down to the southernmost part of Europe. Und da gibt es wird eine Erschütterung geben vom Norden des Kontinents bis in den Süden des Kontinents. Governments will be shaken. Regierungen werden erschüttert werden. Economies will be shaken. Wirtschaft wird erschüttert werden. And the church will be shaken. Und die Kirchen werden erschüttert werden. The Lord God in the heavens has commanded change to take place. Der Herr Gott im Himmel hat entschieden und erklärt, dass Veränderungen stattfinden werden. The elders in heaven have decreed changes to take place. Die Ältesten im Himmel haben beschlossen, Veränderung wird stattfinden. I see many angels standing in our midst that are representatives of the nations of Europe. Und ich sehe viele Engel, die in unserer Mitte stehen und sie sind Repräsentanten Europas. To them is given this command. Heute ist dieses Gebot gegeben. To execute changes. Um Veränderungen auszuführen. These are the prince angels of the nations. Das sind die Prinzengel dieser Nationen. Thank you, wonderful Lord Jesus. Danke, wunderbarer Herr Jesus. I see the elders in heaven. Ich sehe die Ältesten im Himmel. These are the watchers. Das sind die Wachen.
They are deliberating over issues over Europe. Und sie beraten sich über die Dinge in Europa. And they say changes have been decreed. Und sie sagen, Veränderung wurde beschlossen. Changes will take place in the Scandinavian nations. Veränderungen werden in den skandinavischen Nationen stattfinden. And what will start from the north will trickle down to the south. Und was im Norden geschehen wird, wird hinunterrieseln in den Süden. And God has stationed his army all around Belgium. Und Gott hat seine Armee um Belgien herum stationiert. Please don't make any noise, just listen carefully. Macht jetzt nicht irgendwelchen Lärm, hört einfach zu. God has stationed his army around Belgium because that is another dark seat of Satan. Gott hat seine Heerscharen um Belgien positioniert, weil es dort einen weiteren finsteren Thron gibt. I see dark black horses standing all around the perimeter of Belgium. Und ich sehe schwarze dunkle Pferde, die stehen um die Mappe, das um die Grenzen Belgiens herum. These are evil horses. Das sind böse Pferde. That are getting ready to swiftly bring the decrees, the laws and the judgments that are passed there all over Europe. Und sie werden mit schneller Geschwindigkeit die Beschlüsse und die Festlegungen verteilen und hinbringen, die in Europa festgelegt und beschlossen werden. Because of what has happened during this conference. Aufgrund dessen, was in dieser Konferenz geschehen ist. Now God has put an army of white horses all around Belgium. Gott hat eine Armee von weißen Pferden um Belgien gestellt. This army of God will contain the evil army of the devil. Diese Armee wird gegen die Armee des Teufels kämpfen. I see now angels who are seated on the white horses. Und ich sehe Engel, die auf den weißen Pferden sitzen. Waging war against the evil angels on the black horses. Und sie führen Krieg, sie kämpfen gegen die Engel auf den schwarzen Pferden. And they are wrestling with them to dethrone them of the weapons that are upon them. Und sie kämpfen mit ihnen, um sie zu entwaffnen von den Waffen, mit denen sie bewaffnet sind. I see these evil angels wearing dressed like an armor knight. Und diese bösen Engel, sie sind bekleidet wie Ritter. It is a wrestling that's taking place, and the angels of God are seeking to remove and dethrone and cause them defenseless by removing their armor. Und die Engel kämpfen gegeneinander und die Engel Gottes versuchen sie zu entwaffnen, die Rüstungen zu entwaffnen und sie von den Pferden zu werfen, um sie kampflos, um sie schwach zu machen. The elders in heaven are saying to the people of God. Die Ältesten im Himmel sagen zum Volk Gottes. The army of God on this earth. Die Armee des Herrn auf der Erde. Arise and put on your strength. Steh auf und zieh Stärke an. Put on the armor of God. Zieh die Waffenrüstung Gottes an. To wage war against the principalities and the ruling spirits over that region. Um gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis in dieser Region zu kämpfen. I see now the wicked plans of the devil. Ich sehe jetzt die bösen Pläne des Feindes. I see snakes about 3 feet in length. Ich sehe Schlangen in 3 Meter Fußlänge. Very dark black looking snakes. Sehr schwarze aussehende Schlangen. That are full in the nation of Belgium. Und es ist, die Nation Belgien ist davon gefüllt. That are seeking to come out through the black horses, past the white horses, into all over Europe. Und sie versuchen durch die schwarzen Pferde an den weißen Pferden vorbeizukommen nach ganz Europa hinein. The black snakes are trying. Die schwarzen Schlangen versuchen dies. There seems to be an inner circle within the boundary of Belgium. Und es scheint einen inneren Kreis innerhalb der Grenzen Belgiens zu geben. And there is another circle of boundary where the black horses are.
Und dann gibt es einen weiteren Kreis um Belgien, wo die schwarzen Pferde sind. And in the center of the inner sanctuary, inner circle boundary, it's full of darkness. Und dieser innere Kreis in Belgien, dieser innere, dieser Mittelpunkt, die ist voll Finsternis. And these black snakes come out of the inner boundary and are trying to enter the outer boundary where the black horses are. Und die Schlangen kommen aus diesem inneren Kreis heraus und sie versuchen in diesen äußeren Kreis, wo die schwarzen Pferde sind, hineinzukommen. Because of the outer boundary around the black horses stationed by God's white horses. Und aufgrund der Grenze, dem Kreis um die schwarzen Pferde, wo die weißen Pferde des Herrn stehen, a way is not made for the snakes to penetrate the boundary of the black horses to come out. Können die Schlangen diesen Kreis der schwarzen Pferde nicht durchdringen, um hinauszukommen? Listen, O army of God, the word of the living God. Hört, Armee Gottes, das Wort des lebendigen Gottes. Stand guard and watch over your nations. Steht und wacht über eure Nationen. Stand guard and watch over Belgium. Steht wache und wacht über Belgien. Wage spiritual warfare. Kämpft geistlichen Kampf. Lift up the praises of the living God. Erhebt den Lobpreis des lebendigen Gottes. March around the nation of Belgium. Marschiert in der Nation, die Nation Belgien. And raise up a wall of the praises of God as a boundary of protection. Und erhebt eine Schutzmauer von Lobpreis als eine Schutzmauer Belgien herum. Raise up and store the weapons of God upon the walls of praise. Steht auf und erhebt die Waffen des Lobpreises. Let the watchmen arise and stand on their watches. Lass die Wächter aufstehen und auf ihrem Wachposten stehen. Let them lift up their hands unto the living God in intercession. Und sie sollen ihre heiligen Hände dem Herrn entgegenstrecken in der Fürbitte. And to watch and pray. Betet und wacht. Lift up your eyes next and see Scandinavia. Erhebt eure Augen und seht Skandinavien. Like the European Union, they will become one trading block. Wie die Europäische Union werden sie ein Block werden. And that will be another power to contend with. Und das wird eine weitere Macht sein, mit der man kämpfen muss. The enemy will gather them together in oneness. Der Feind wird sie in Einheit versammeln. To revive an ancient curse and spirit. Um einen alten Geist und Fluch wieder zum Leben zu bringen. Watch the waters. Schaut die Wasser. Watch the boundaries of the waters. Schaut die Grenzen der Wasser an. Lift up your voice and cause the angels to be stationed around the boundaries of the waters. Erhebt eure Stimme und veranlasst die Engel, dass sie wache stehen die Grenzen der Wasser herum. For the time is coming. Denn die Zeit kommt. Where gross darkness will cover this continent. Wo große Finsternis diesen Kontinent bedecken wird. And this continent will plunge into outer darkness. Und dieser Kontinent wird in tiefe Finsternis fallen. And let the people of God arise. Und lasst das Volk Gottes aufstehen. Let the people of light arise. Lasst das Volk des Lichtes aufstehen. Let the churches of the living God be aflamed with fire and light. Lasst die Gemeinden des lebendigen Gottes mit Flammen des Lichts brennen. Let your light so shine that it may dispel the darkness. Lass das Licht so sehr scheinen, dass es die Finsternis vertreibt.
Let the mighty ones in the body of Christ arise. Lass die Mächtigen im Leib Christi aufstehen. Let them hold the trumpet in their right hand and put it to their mouth. Und lass sie ihre Posaune in der rechten Hand halten und an ihren Mund legen. And let their left hand hold on to the sword by their left waist. Left waist. Und ihr Schwert sollen sie tragen an ihrer linken Hüfte. And let him be ready to sound the alarm. Und lass sie bereit sein, die Posaune zu blasen und den Alarm zu blasen. Let the mighty ones put on strength. Die Mächtigen sollen sich in Kraft kleiden. Let the mighty ones cry aloud like the shrieking of the eagles. Und lass die Mächtigen laut rufen wie das Rufen der Adler. And let him stand upon the mountain tops. Lass sie auf den Bergen stehen. And sound the alarm. Und den Alarm ertönen lassen. Prepare your children. Bereitet eure Kinder vor. Prepare the army of children. Bereitet die Armee der Kinder vor. Teach them the ways of God. Lehrt sie die Wege Gottes. Teach them to be a warrior. Lehrt sie ein Krieger zu sein. Teach them to sing forth the praises of the living God. Lehrt sie den Lobpreis des lebendigen Gottes zu singen. That they may put the enemy to flight. Dass sie den Feind in die Flucht schlagen werden. Thank you, wonderful living God. Danke, wunderbarer, lebendiger Gott. I see a great and mighty white horse standing above the European continent. Und ich sehe ein großes weißes Pferd, was über dem Kontinent Europa steht. It is a great and gigantic white horse. Es ist ein großes, gigantisches weißes Pferd. And I see him. Und ich sehe es. In a running motion. Und es rennt. With his head turning to the right and to the left and neighing very mightily. Nine? Neighing. How horses make noise. Horse. Horse. Stand up. Horse, you know horse? One horse. Neigh. How horses make noise. Habieren. Und dieses Pferd, es wiehert. And this horse looks to the right and to the left and lifts up its mouth and neighs. Also dieses Pferd guckt nach rechts und nach links. Es erhebt seinen Kopf und wiehert. And behind him I see an army of horses with chariots. Und hinter ihm sehe ich eine Armee von Pferden mit Wagen. The army of God is ready. Die Armee Gottes ist bereit. To come and to war together with the mighty church. Zusammen mit der mächtigen Gemeinde zu kämpfen und an ihre Seite zu kommen. Are you ready? Seid ihr bereit? Are you ready to arise? Seid ihr bereit aufzustehen? What will be your answer? Was wird deine Antwort sein? You open your mouth and you talk to the Lord Jesus right now. Du öffnest jetzt deinen Mund und du sprichst jetzt zum Herrn Jesus. Whichever nation you are from. Von welcher Nation auch immer du bist. But this is chiefly over the Europe. Aber hauptsächlich geht es hier um Europa. So every Europeans who are here. Alle Europäer, die hier sind. Are you ready? Seid ihr bereit? You open your mouth and you tell the Lord Jesus. Öffne deinen Mund und sag es dem Herrn Jesus. You tell him, here I am, Lord. Sag ihm, hier bin ich Herr. Here I am, Lord. Hier bin ich Herr. You open your mouth and you say. Du öffnest jetzt deinen Mund und du sagst es ihm. You speak to the Lord Jesus right now. Sprich jetzt zum Herrn Jesus. Thank you.
Thank you, wonderful Lord Jesus. Danke, wunderbarer Herr Jesus. Lift up your holy hands unto the living God. Erhebt eure heiligen Hände zum lebendigen Gott. Bless the Lord, O my soul. Stand up to your feet. Bless the Lord, O my soul. O my soul. Worship His holy name. Sing like never before. O my soul. I worship Spirit of the living God. Öffne unsere Augen, Geist Gottes.
Open our ears, Spirit of the Living God. Öffne unsere Ohren, Geist des lebendigen Gottes. Give us an understanding heart. Gib uns ein verständiges Herz. Give us a listening ear. Gib uns ein hörendes Ohr. That we may hear what the Spirit of God will teach us today. Dass wir hören werden, was der Heilige Geist uns heute lehrt. In the name of the blessed Lord Jesus Christ, we pray. Im Namen des gesegneten Herrn Jesus Christus beten wir. Amen. Amen. Please be seated, everybody. Dürft euch setzen, alle. Last night we had a wonderful time in the presence of the living God. Letzte Nacht hatten wir eine wunderbare Zeit in der Gegenwart des Herrn. And the power of God manifested very mightily. Und die Kraft Gottes hat sich sehr mächtig gestern Nacht manifestiert. As we all stood up praying in the presence of the living God. Und als wir alle aufgestanden sind, um in der Gegenwart Gottes zu beten. So together with you all I also stood up to pray. Bin ich auch mit euch allen aufgestanden, um zu beten. And I began to close my eyes and wait on God. Und ich schloss meine Augen und begann auf den Herrn zu warten. And as I was doing that, und als ich das tat, without my realization, my two hands went up straight. Ohne dass ich es realisiert hatte, gingen meine beiden Hände hoch. At first, I thought I was lifting up my hands to worship God. Und ich dachte so in mir, ich hebe meine Hände, um Gott anzubeten. But I realized that my hands were not in a praying position, but just straight up. Upwards. Aber ich habe festgestellt, meine Hände waren nicht in einer betenden Position, sondern einfach gerade nach oben. When my hands were stretched straight upwards, und als meine Hände gerade nach oben ausgestreckt waren, I saw from behind my back two wings like eagles stretching out. Da sah ich von meinem Rücken zwei Flügel sich ausbreiten. But they did not stretch out as if to fly. Aber sie haben sich nicht ausgestreckt, als wollen sie losfliegen. But they stretch out straight up. Aber sie haben sich ausgestreckt gerade nach oben. That is something, a position I have seen even among angels. Das ist eine Position, die ich schon unter Engeln gesehen habe. And that always signifies that they are now ready for war. Und das bedeutet immer, dass sie jetzt bereit sind für Kampf. So when I saw myself in that position, und als ich mich in dieser Position sah, then out of my mouth came these words. Kamen aus meinem Mund diese Worte. I will now go to fight the dragon. Jetzt werde ich gehen, um den Drachen zu bekämpfen. So when these words came out of my mouth, als diese Worte aus meinem Mund kamen, I found myself standing in the heavenly realm. Habe ich mich selbst gefunden, wie ich in dem geistlichen Raum stand. Heavenly realm is not heaven. Der geistliche Bereich ist nicht Himmel. But the second heaven. Das ist zweiter Himmel. Just above the European continent. Über dem europäischen Kontinenten. And there I saw this great red dragon. Und da sah ich diesen großen roten Drachen. And I stood there facing it face to face. Und ich stand da und ich schaute ihm Angesicht in Angesicht. Ready for a fight. Bereit für einen Kampf. So when I was in that position, und als ich in dieser Position war, I saw myself that I was not afraid. Sah ich mich selbst an und ich sah, ich hatte keine Angst. Because I saw my stature as high and as big equal to the dragon. Und meine Figur, sie war hoch und groß dem Drachen gleich. But this dragon is huge. Aber dieser Drache war riesig. And red. Und mächtig. And its eyes were burning with fire. Und seine Augen brannten von Feuer. And he looked at me with very threatening, fiery look. Und er schaute mich an mit einem sehr bedrohlichen, feurigen Blick. And the look was, und in dem Blick war Folgendes. How dare you come here? Wie kannst du dich wagen, hierher zu kommen? So that was the look on the dragon's face. So, das war der Blick auf dem Gesicht des Drachens. And I stood there looking at the face and the eyes of the dragon. Und ich stand da und ich sah in das Gesicht und in die Augen des Drachens. And in my heart came out a question. Und aus meinem Herzen heraus kam eine Frage. How to war against this dragon? Wie kämpft man gegen diesen Drachen? How to fight? Wie kämpft man?
God must give us strategies. Gott muss uns Strategien geben. We cannot just do it on our own. Wir können das nicht einfach in unserer eigenen Weise tun. We must get the plans and the strategies. Wir müssen die Pläne und Strategien bekommen. So as I prayed this prayer. Und als ich dieses Gebet betete, then the Lord showed me a key. Zeigte der Herr mir einen Schlüssel. A strategy which we can use to fight against the dragon. Eine Strategie, einen Schlüssel, wie wir gegen diesen Drachen kämpfen können. Now, although now we are focusing on Germany, auch wenn wir uns jetzt auf Deutschland konzentrieren, but when the Lord showed me this key, aber als der Herr mir diesen Schlüssel zeigte, he said, this key is for every one of you from your nation. Und er hat gesagt, dieser Schlüssel ist für euch alle aus jeder Nation, wo ihr herkommt. So tonight, when you leave this conference, heute Nacht, wenn ihr von dieser Konferenz weggeht, you are going to get the key. Ihr werdet diesen Schlüssel empfangen. A key. Einen Schlüssel. And a new anointing to fight the dragon over your nation. Einen und eine neue Salbung, den Drachen über eurer Nation zu bekämpfen. God is going to equip you and send you out. Gott wird euch zurüsten und er wird euch aussenden. Remember, we have a responsibility over Germany. Erinnert euch, wir haben eine Verantwortung über Deutschland. But also over your individual nation. Aber auch über eure Nationen, wo ihr herkommt. Amen. Now the Bible tells us, die Bibel sagt uns, there are chief princes and prince angels over each nation. Dass über jeder Nation es Prinzen und Engel gibt. So there are prince angels. Es gibt Engelprinzen. And there are also chief princes over the prince angels. Und dann gibt es auch Hauptprinzen, die über den anderen Prinzen sind. There are God's angels as well as the devil's angels over each nation. Und es gibt Gottes Engel und auch die Engel vom Teufel über jeder Nation. Just like there are policemen and thieves. Wie auch es Polizei und Diebe gibt. Both need one another. Die brauchen sich gegenseitig. Am I right? Stimmt. If no thieves, no policemen. Wenn es keine Diebe gäbe, bräuchte man keine Polizei. And the very fact they are policemen means they are thieves. Und der Fakt, dass es Polizei gibt, bedeutet, da gibt's Diebe. So where did all this come from? Wo fing das alles an? Wo kommt's her? It all started from the fall of Satan. Und das begann alles, als Satan gefallen war. So there are God's angels as well as Satan's angels. Es gibt Gottes Engel und Satans Engel. In Daniel chapter 10 verse 13. Im Daniel 10 Vers 13. You read about the prince over Persia. Lesen wir über den Prinz von Persien. And in Daniel chapter 10 verse 20. Und im Daniel 10 20. You read about the prince over Greece. Lesen wir über den Prinzen von Griechenland. And in Daniel chapter 10 verse 21. Und im Daniel 10 21. And chapter 12 verse 1. Und Kapitel 12 Vers 1. You read about the prince over Israel called Michael. Lesen wir über den Prinzen über Israel mit dem Namen Michael. So in these four scriptures. In diesen vier Schriftstellen. You read about three prince angels. Lesen wir über drei erfahren wir über drei Prinzenengel. Among the three prince angels, unter diesen drei Prinzenengeln, two of them are of the devil. Sind zwei davon vom Teufel. The prince over Persia and the prince over Greece. Der Prinz von Persien und der Prinz von Griechenland. But concerning Michael, aber was Michael betrifft, it is written, steht geschrieben. He is one of the chief princes. Er ist einer der Erzengel der Prinz. Hauptprinzen. So, which tells us there are many prince angels in the army of God. Das sagt uns, es gibt verschiedene Prinzenengel in der Armee Gottes. So from these scriptures we know one thing. Und aus dieser Schrift wissen wir eine Sache. Over every nation. Über jeder Nation. There is the prince angel of God and a prince angel of the devil. Gibt es einen Prinzenengel von Gott und auch einen Prinzenengel des Teufels. So your battle is against the devil's prince angels. Euer Kampf ist gegen die Prinzenengel des Feindes. And when you step out to war, und wenn ihr hervortretet in den Krieg, then the God's
prince angels will come to work together with you. Dann werden die Prinzenengel des Herrn von Gott kommen, um zusammen mit dir zu gehen. Now this is a very deep subject. Das ist eine tiefe Sache. Not only deep but very wide. Nicht nur tief, sondern auch sehr weit. We are not majoring in spiritual warfare today. Also, wir werden uns heute nicht hier in geistlichen Kampf hineinbegeben. So this much information is enough. Diese Information ist soweit genug. Now, these angels are often at times engaged in warfare. Und diese Engel befinden sich sehr oft im Kampf. Let me tell you one truth. Lasst mich euch eine Wahrheit sagen. There's constant war going on in the heavenly realm on account of you. Im himmlischen, in der geistlichen Welt ist ein beständiger Kampf findet da statt, ständig um euch. Every time you pray. Jedes Mal, wenn ihr betet. Every time you step out to do something for God. Jedes Mal, wenn du einen Schritt tust, um etwas für Gott zu tun. Every time your church wants to do something great for God. Jedes Mal, wenn deine Gemeinde was Großartiges für Gott tun will. Then a war is triggered in the heavenly realm. Dann wird ein Kampf in den himmlischen Bereichen ausgelöst. That is why you feel the resistance. Und deswegen empfindet ihr diese Widerstände. Your church faces a roadblock. Deine Gemeinde trifft auf eine Straßensperre. Because of this war. Aufgrund dieses Kampfes. And many times we succumb to defeat because we stop short of achieving victory. Und oftmals halten wir zurück von so einem Stopp und uns gelingt es nicht, einen ganzen Sieg zu erringen. When you are engaged in a warfare, wenn du dich hineinbegibst in so einen Kampf, you don't determine the time. Bestimmst du nicht die Zeit. You feel motivated or led by God to fast and pray. Vielleicht empfindest du, du bist von Gott geführt, auch zu beten und zu fasten. Or stay in an attitude of praise and worship. Oder in einer Haltung von Lobpreis und Anbetung zu bleiben. You must not determine when to stop. Und dann darfst du nicht bestimmen, wann du damit aufhörst. You should be led by the Holy Spirit when to stop. Und du solltest durch den Heiligen Geist geleitet sein, wann du aufhören kannst. Let me give you a very good scriptural proof for that. Ich will euch eine sehr gute Schriftstelle als Beweis dafür zeigen. If you read Daniel chapter 10. Wenn ihr Daniel 10 lest. Verse 1 tells us. Sagt uns Vers 1. The prophet Daniel read the prophecies of Jeremiah. Da hat der Prophet, da hat Daniel die Jeremia den Propheten gelesen. We read that in chapter 9. Wir lesen das im Kapitel 9. And he determined in his heart to know when the fulfillment of the prophecies will begin. Und er hat in seinem Herzen beschlossen zu erkennen, wann die Erfüllung dieser Prophezeiungen sein wird. And he began to seek God. Und er fing an, Gott zu suchen. So he felt led by God to fast and pray. Und er hat sich geleitet gefühlt von Gott zu beten und zu fasten. And the scriptures tells us. Und die Schrift sagt uns. Now he was the prime minister of Babylon. Er war der Premierminister von Babylon. So he couldn't take leave for 21 days. He couldn't? Vacation, no vacation. Er konnte sich jetzt nicht für 21 Tage Urlaub nehmen. So he was working and fasting at the same time. Also er hat gefastet und zur gleichen Zeit gearbeitet. But if you go on an empty stomach to work, aber wenn du mit leeren Magen in die Arbeit gehst, you know that you will be sleeping during your working time. Dann weißt du, es kann sein, du schläfst ein in deiner Arbeitszeit. You'll be too weak to even press on the keyboard. Du bist sogar zu schwach, die Tasten zu drücken. So we read that the prophet Daniel ate simple food. Und wir lesen, dass der Prophet Daniel einfache Speise hinzufügte. He ate little and he was praying at the same time. Und er hat ein bisschen gegessen und in gleicher Zeit gebetet. And on the 21st day, und am 21. Tag, the angel Gabriel appeared to him. Kam der Engel Gabriel zu ihm. Now I want you to listen carefully. Ich will, dass ihr jetzt gut zuhört. The angel told him, und der Engel sagt ihm, the first day that you set your heart to seek God, an dem ersten Tag, wo du in deinem Herzen beschlossen hast, Gott zu suchen, I was sent by God to answer your prayer. Wurde ich von Gott gesendet, um dein Gebet zu beantworten. So, on the first day, the angel left heaven. Also am ersten Tag hat der Engel den Himmel verlassen. From heaven all the way to earth. Vom Himmel den ganzen Weg auf die Erde. It's a journey of 21 days. Das war eine Reise von 21 Tagen. That's how far
heaven is. So weit entfernt ist der Himmel. Amen. No, amen. You know, India recently sent a rocket to the moon. Also, India. India, yeah. India. Indien hat neulich eine Rakete auf den Mond gesendet. And when the rocket left Earth or left India. Und als die Rakete Indien verlassen hat. It was on a 28-day journey. Geht es auf eine 28-tägige Reise. See, rockets with slower speed. Also Raketen haben weniger Geschwindigkeit. To reach the moon takes 28 days. Da, bis zum Mond hat es 28 Tage gedauert. But angels who travel, who fly with great speed. Aber die Engel reisen mit großer Geschwindigkeit. It takes 21 days. Und das nimmt, das dauert 21 Tage. No, amen. Something wrong with your German mathematics. Irgendwas stimmt nicht mit eurer deutschen Mathematik. The Bible tells us on the very first day the angel came. Die Bibel sagt, der Engel kam am allerersten Tag. In one instant he came. In einem Moment kam er. But when he fly through the airspace over Persia. Aber als er durch den Luftraum von Persien flog. You know, each nation controls airspace. Jede Nation ist in Kontrolle über einen bestimmten Luftraum. When a plane wants to fly over the nations. Und wenn ein Flugzeug über eine Nation fliegen will. They have to ask permission. Müssen sie um Erlaubnis bitten. Can we fly over your airspace? Und dann fliegen wir über euren Luftraum. So recently there was a problem in India. Neulich gab es da mal ein Problem in Indien. Have you heard of the Kashmir problem in India? Yes. Okay. So India has annexed Kashmir and made it part of Greater India. Und große Teile von Indien. So Pakistan is not happy. Da war Pakistan nicht glücklich. Now the Indian Prime Minister needed to fly to go to Europe. Also der indische Premierminister musste nach Europa fliegen. So they need to fly over Pakistan airspace. Und sie mussten über den Luftraum von Pakistan fliegen. And Pakistan government refused to allow the Indian plane to fly over their airspace. Und Pakistan hat es dem indischen Flugzeug verboten, über ihren Luftraum zu fliegen. So they are guardians over the airspace. Also sie wachen über diesen Luftraum. In the same manner, in gleicher Weise, there is a spiritual airspace. Gibt es einen geistlichen Luftraum. And they are guardians. Und da gibt es Wächter. Over the territory in the spiritual realm. Über dem Territorium im geistlichen Raum. And that's where the evil prince angels are stationed. Und das ist, wo die bösen Engel. So when Gabriel came. Als Gabriel kam, he was stopped. Wurde er aufgehalten. And for 21 days the battle took place. Now battles taking place all the time. Es finden ständig Kämpfe statt. So the point is this. Der Punkt ist dieser. Now Daniel didn't know about all this. Daniel wusste von all dem nichts. But the burden was still on him. Aber die Last war noch auf ihm. He kept on fasting. Er hat einfach weiter gefastet. He kept on praying. Er hat weiter gebetet. If Gabriel had not come on the 21st day, wenn Gabriel nicht an diesem 21. Tag gekommen wäre, Daniel would have kept on fasting. Hätte Daniel weiter gefastet. Because the burden was still inside him. Weil diese Last noch auf ihm war, in ihm. And on the 21st day he came. Und am 21. Tag kam er. And he was released. Und er wurde freigesetzt. Because of the prayers of a praying man. Aufgrund der Gebete eines Mannes, der gebetet hat. Your deliverance will come when you pray true. Deine Befreiung kommt, wenn du hindurch betest. Don't stop short. Stopp nicht vorher. You must not determine when to stop. Du bist nicht der bestimmt, der wann du aufhörst. You must allow the Holy Spirit to lead you. Du musst dem Heiligen Geist erlauben, dich zu leiten. Stop now. Jetzt kannst du aufhören. Last year I've
I felt led by the Lord to fast for 40 days. Letztes Jahr hatte ich den Eindruck von Gott, 40 Tage zu fasten. So from the beginning of January I started fasting for 40 days. Also Anfang Januar habe ich begonnen 40 Tage zu fasten. And as I was ending the 40 days, und als ich zu dem Ende dieser 40 Tage kam, I felt in my spirit, habe ich in meinem Geist gefühlt, it's not time to end. Es war nicht die Zeit aufzuhören, to continue, sondern weiterzumachen. So I continued for another 40 days. Also habe ich weiter 40 Tage gefastet. But at the end of the 80 days, aber am Ende dieser 80 Tage, then the hand of the Lord lifted up, hat sich die Hand des Herrn weggehoben. So we need to persevere. Wir müssen dranbleiben. Put this word in your heart. Tu dieses Wort in dein Herz legen. Persevere. Durchhalten. Persevere is a very, very important aspect in the Christian discipline. Und durchhalten ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt in christlicher Disziplinierung. In Joshua chapter 5, im Joshua Kapitel 5, verses 13 to 14, Vers 13 bis 14, you read about a prince angel called the captain of the host who appears before Joshua. Da lesen wir über einen Engel, dem Herr der Heerscharen, dem, ja, ist das richtige Wort? Ja, Herr der Heerscharen, der vor Josua erscheint. And he came to fight together with the children of Israel. Und er kam, um zusammen mit dem Volk Israel zu kämpfen. And in Daniel chapter 10 verse 20. Und im Daniel 10 Vers 20. We read Gabriel saying, I will go to fight with the prince of Persia. Da sehen wir, wie es heißt, und ich werde gehen und ich werde mit dem König, mit dem Prinz von Persien kämpfen. Now this is very interesting. Das ist sehr interessant. In the first round Gabriel lost. First round. In der ersten Gabriel Runde lost. Hatte Gabriel verloren. But how can you just lose the first round? Aber wie kann man nur die erste Runde verlieren? So Gabriel says. Also sagt Gabriel. I will now go and fight him. Und jetzt gehe ich nochmal hin und jetzt bekämpfe ich ihn. I will win the second round. Jetzt werde ich die zweite Runde gewinnen. So when you are defeated in the first round, also wenn du in der ersten Runde besiegt wurdest, don't give up. Gib nicht auf. You must get up and fight the second round. Du musst aufstehen und die zweite Runde kämpfen. Amen. Amen. You will certainly win in round two. Mit Sicherheit wirst du in der Runde 2 gewinnen. If not round 2, there is round 3. Und wenn nicht Runde 2, es gibt noch Runde 3. If not round 3, there is 4. Und wenn es Runde 3 nicht ist, gibt es immer noch Runde 4. And go up to 10. Und gehe hin bis zur 10. That's what the prophet Moses did. Das ist, was Prophet Mose tat. He went to Pharaoh. Er ist zum Pharao. To ask the Pharaoh to let the people go. Und hat dem Pharao gesagt, lass mein Volk gehen. Pharaoh refused. Hat sich geweigert. Round 1 lost. Runde 1 verloren. And he went to round 2. Und er ist in die Runde 2 gegangen. Round 2 lost. Zweite Runde verloren. 3 lost. 3 verloren. 4 lost. 4 verloren. All the way up to the 10th round. Bis hin zur 10. Runde. And the 10th round. Und die 10. Runde. The Lord took his sword. Da hat der Herr sein Schwert genommen. With one mighty blow. Mit einem mächtigen Stoß. And then it was over. Dann war es vorbei. So remember. Erinnert euch. Don't give up. Gebt nicht auf. Heaven does not give up. Der Himmel gibt nicht auf. You don't throw in the towel and give up. Und du schmeißt nicht das Handtuch hin und gibst auf. Never, never, never give up. Niemals, 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 niemals gib ab. Gib niemals auf. The battle is not over. The battle die is not Schlacht over. Ist noch nicht vorbei. The battle cannot be over. Die Schlacht kann nicht vorbei sein. Because the Lord Jesus arose from the dead. Weil der Herr Jesus Christus von den Toten aufgestanden ist. He destroyed the works of the devil. Er hat das Werk des Teufels zerstört. And is sitting on the throne in heaven and ruling. Und er sitzt auf dem Thron im Himmel und er regiert. Amen. Amen. Now, how do battles in the spirit realm take place? Nun, wie finden Kämpfe in der geistlichen Welt statt? There are 5 stages. Das gibt da 5 Phasen. And the 5 stages are from the beginning to the advance. Und diese 5 Stadien, das ist vom Anfang bis zum Fortschritt.
The five stages of battle in the heavenly realm involves the battles that we are facing. Und diese fünf Stadien im Kampf im Himmel, das beinhaltet diese Kämpfe, die wir auch kämpfen. First stage. Erste. First stage is the very beginning. Am Anfang, ganz am Anfang. The kindergarten stage. Das ist so eine Kindergartenebene. The experience of the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 4 verse 1. Das Erlebnis vom Herrn Jesus in Matthäus 4. It says here. Und da heißt es. Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. Und der Herr Jesus wurde geführt durch den Heiligen Geist in die Wüste, um vom Teufel versucht zu werden. The first level, first stage is temptation. Da die erste Ebene ist Versuchung. And the word tempted in the Greek language says. Und das Wort Versuchung in der griechischen Sprache sagt. To test. Etwas zu prüfen. And to entice. Und etwas zu umschlingen. And the purpose is cause you to trip, to fall. Der Grund ist, dass du in was hineintrittst, stolperst und fällst. This is the first stage. Das ist dieses erste Stadium. Now second stage. Zweites Stadium. The experience of the Apostle Paul. Dieses Erlebnis vom Apostel Paulus. 1 Thessalonians chapter 2 verse 18. 1. Thessaloniker 2 Vers 18. Therefore we wanted to come to you, even I, Paul. Deswegen wollten wir und ich sogar Paulus zu euch kommen. Time and again, but Satan hindered us. Immer wieder, aber Satan hat uns daran gehindert. So stage 2 is hindrance. Das zweite Stadium ist Behinderung, aufhalten. The word hindrance in the Greek language says like this. Und dieses Wort Behinderung in der griechischen Sprache heißt folgendes. To cut into. Etwas in etwas hineinzuschneiden. To hinder. Etwas zu verhindern. To detain. Etwas zurückzuhalten. To stop. Etwas aufzuhalten. To prevent. Zu vermeiden. Now the meaning is like this. So die Bedeutung ist so. Let me demonstrate with my dear sister. Lass es mich mit meiner lieben Schwester demonstrieren. Please come here. Stand here. Okay? You don't mind, no? So to cut means. Zu schneiden bedeutet. I'm not going to cut you. Now she is going to walk this path. Also sie will diesen Weg gehen. That word means I step in. Das Wort bedeutet, ich stelle mich ihr in den Weg. I cut in. Ich schneide hinein. And prevent her from going. Und ich halte sie auf vom Gehen. Now I'm standing to hinder her from going. Und jetzt stehe ich hier und ich verhindere, dass sie gehen kann. This is stage 2. Das ist die zweite Ebene. Stage 3. Die dritte Ebene. When Gabriel came to bring message for Daniel, und als Gabriel kam und die Botschaft für Daniel brachte, the prince of Persia withstood him. Da hat ihm der Prinz von Persien widerstanden. Daniel chapter 10 verse 13. Im Daniel 10 Vers 13. So the third stage is withstood. Und das dritte Stadium ist widerstehen, entgegenstehen. And the word which stood in the Hebrew means. Und im Hebräischen bedeutet dieses entgegenstehen. To stand boldly against, in front, in opposite direction. Und kühn und stark vor etwas in der entgegengesetzten Richtung zu stehen. Okay, one more demonstration. Nochmal eine Demonstration. Thank you. So. Our dear sister is going to walk. Also, unsere liebe Schwester, sie geht da lang. So I come and stand. Und jetzt komme ich und stelle mich vor sie hin. You try to walk. You know, you must go this way or that way. This is not laughing matter. You should take note. Das ist nicht zum Lachen. This is not laughing matter. Ihr solltet Notizen machen. This is what the devil is doing. Das ist, was der Teufel tut. So don't laugh, people of God. Lacht nicht, Volk Gottes. This is learning time, not laughing time. Es ist Lernzeit, nicht Lachzeit. So that is called hindrance. Also das ist eine Which stood,
withstood. Ein Entgegenstehen, ein Hindern. So the devil withstand you from you going to do the works of God. Also, der Teufel steht dir entgegen, dem, dass du gehen kannst, um das Werk Gottes zu tun. He blocks your way. Er blockiert deinen Weg. Standing against to prevent a passageway. Um dir entgegenzustehen, dass du diesen Pfad nicht gehen kannst. Stage number four. Stadium 4. The last days believers experience. Die das Erlebnis der Gläubigen in den letzten Tagen. Ephesians chapter 6 verse 12. Im Epheser 6, 12. We wrestle not against flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. So stage 4. Stadium 4. Wrestling. Kämpfen. Now, have you seen wrestling on the TV? Habt ihr schon mal auf dem Fernsehen diese Wrestler gesehen? But those wrestling where they throw people down, they take the chair and they beat on the person. Diese Wrestlers, die Menschen rumschmeißen und die Stühle draufschmeißen. Not that kind of wrestling. Nicht diese Art von Kampf. The word wrestle in the Greek means. Das Wort kämpfen im Griechischen hier bedeutet. To throw violently down. Etwas oder jemanden mit Gewalt niederzuwerfen. This is real arm combat. Und das ist wirklich Handkampf. The devil may catch you. Der Teufel wird dich ergreifen. And then shake you. Und dann schütteln. And throw you down. Und dann dich niederwerfen. Push you. Und dich schubsen. Violently. Mit Gewalt. Very strongly. Sehr stark. This stage is very strong warfare. Diese Ebene ist starker Kampf. Stage number 5. Ebene 5. Now the war of the angels. Die Wand der Engel. Now this is, we learn from them, the war, the experience of angels. Ah, der Krieg der Engel, das Erlebnis von Engeln. Revelation chapter 12 verse 7. Offenbarung 12, 7. And a war broke out between Michael and his angels against the dragon. Und ein Kampf brach aus zwischen Michael, seinen Engeln und dem Drachen. And the dragon and his angels fought against Michael and his angels. Und der Drache und seine Engel kämpften gegen Michael und seine Engel. So the fifth stage is fighting. So, das fünfte Stadium ist Kämpfen. The Greek word for that means. Und das griechische Wort für dieses Kämpfen ist. To be engaged in warfare. Mit richtiger Kampfführung zu tun zu haben. Not just a simple warfare. Nicht nur ein einfacher Kampf. But it is a battle. Aber es ist ein Krieg, es ist eine Kriegsschlacht. In a battle, not one person is involved. One person is not involved. Also in so einer Kriegsschlacht ist nicht nur eine Person involviert. It's now an army. Jetzt ist es eine Armee. An army is involved in the warfare. Jetzt ist eine Armee in diesem Kampf involviert. And the warfare is engaged not just to defeat. Und dieser Kampf, der findet nicht nur statt, um etwas zu besiegen, but also to destroy. Sondern auch zu zerstören. So either you are destroyed, entweder bist du zerstört, or you destroy the devil and his company. Oder du zerstörst den Teufel und seine Gruppe. It can take place either way. Es kann beidseitig stattfinden. But with the angels of God by your side. Aber mit den Engeln Gottes an deiner Seite. How can you be destroyed? Wie kannst du dann zerstört werden? Amen. Amen. Let me share with you an experience I had in the year 1985. Lasst mich euch ein Erlebnis teilen, was ich 1985 hatte. The Lord called me to fast for 7 days. Der Herr rief mich, ich sollte 7 Tage fasten. And it was a full fast. Es war ein volles Fasten. So I was specifically told. Es wurde mir direkt gesagt. Don't drink tea and coffee. Kein Kaffee, kein Tee. Don't eat any food. Kein Essen. Only drink one cup of milk once a day. Nur trink eine Tasse Milch am Tag. So I didn't know why I was fasting. Ich wusste nicht, warum ich faste. But on the fifth day, aber am fünften Tag, I received a letter from a family, habe ich einen Brief von einer Familie empfangen, who were greatly oppressed by witchcraft. Die waren sehr bedrückt von Zauberei.
And the family didn't know what to do or how to handle it. Und die Familie wusste nicht, wie sie damit umgehen sollen, wie sie sich damit auseinandersetzen sollen. They were going to commit suicide. Und sie waren davor, Selbstmord zu begehen. Because there was no one who could help them. Sie haben niemand gefunden, der ihnen helfen konnte. So they read about me in a magazine. In einem Magazin hatten sie über mich gelesen. So they wrote me a letter. Und dann haben sie mir einen Brief geschrieben. And pleaded with me to come and help them. Und haben mich angefleht, dass ich komme und ihnen helfe. And when I was reading the letter, und als ich diesen Brief las, I heard the voice of the Lord say, habe ich die Stimme des Herrn gehört. This is the reason I call you to fast for 7 days. Das ist der Grund, warum ich dich gebeten habe, für 7 Tage zu fasten. Go and set the family free. Geh und setz diese Familie frei. So on the 8th day after my fast, I went to the family. Nach dem 8. Tag, also nach meinem Fasten, bin ich gegangen zu der Familie. They were from another city. Sie waren aus einer anderen Stadt. So when I came to their house, als ich zu ihrem Haus kam, it's a small family. Eine kleine Familie. Husband, wife, one small baby. Frau, Mann, kleines Baby. And they were deeply oppressed by witchcraft. Und sie waren tief bedrückt von Zauberei. Curses were put on the family to destroy them. Und die Flüche waren auf ihre Familie gelegt, um sie zu zerstören. Not so much to destroy them or kill them. Nicht so sehr, um sie zerstören, sie zu töten. But to make them bow down before the idols, sondern, and the false gods. Dass sie sich niederbeugen vor den Götzen und den falschen Göttern. So, that afternoon when I was praying in the house, und an diesem Nachmittag, als ich in dem Haus betete, the Holy Spirit told me, sagt der Heilige Geist zu mir, tonight at 12 there's going to be a battle in the heavenly realm. Heute Nacht um 12 wird es eine Schlacht in den Himmeln geben. So you kneel down at 12, lift up your hands and worship God. Und du heute Nacht um 12 beugst du deine Knie, erhebst deine Hände zum Himmel und betest Gott an. So tonight the evil angels will come for to kill you. Heute Nacht um 12 werden diese bösen Engel kommen, um dich zu töten. Now it's a long story. I'm just cutting it all short. Es ist eine lange Geschichte. Ich mache sie hier sehr kurz. If not, we need to stay here for one more year to hear the story. Sonst müsst ihr noch ein Jahr hier bleiben, um die ganze Geschichte zu hören. So at 12 midnight. Um 12 Mitternacht. I knelt down, I lifted up my hands and began to praise God. Habe ich mich gekniet, habe meine Hände erhoben und fing an, Gott zu preisen. At that moment. In diesem Moment. I saw a priest from the neighbor of this family. Das in diesem Moment sah ich einen Priester aus der Nachbarschaft dieser Familie. He had a thigh bone in his hand. Bow. Bone. Ach, und thigh. Er hatte einen Oberschenkelknochen in der Hand. So he went into the cemetery. Ist zum Friedhof gerannt. Used the thigh bone and he tapped on the tombstones. Und hat diesen Knochen benutzt, um auf die Grabsteine zu schlagen. When he tapped, und als er da drauf schlug, evil spirits from under the tombstone all rose up. Kamen böse Geister von unterhalb dieser Grabsteine herauf. Hundreds of spirits all over the cemetery. Hunderte von Geistern überall auf dem Friedhof. They all rose up. Standen alle auf. And then they looked at him. Dann schauten sie ihn and an. Say, Master, what is your command? Und dann haben sie zu ihm gesagt, Meister, was ist dein Befehl? Have you heard of Aladdin and the magic? Habt ihr schon mal Aladdin und diese Wunderlampe gehört? When Aladdin rubs the lamp, wenn Aladdin diese Lampe reibt, what comes out? Was kommt heraus? Not an angel. Kein Engel. A genie comes out. Die Genie kommt raus. Right? Ja. And what does the genie say? Und was sagt die Genie? Master, what is your command? Meister, was ist dein Befehl? It was exactly the same. Er war genauso. So the priest told the evil spirits. Also der Priester sagte diesen bösen Geistern. Go to that house and kill that sadhu. Geht in dieses Haus und tötet diesen Sadhu. That was their assignment. Das war ihr Auftrag. So now they left the family and they are attacking me. Nun sind sie weg von der Familie und haben mich angegriffen. So the evil spirits all rose up like an army. Diese bösen Geister sind alle aufgestanden wie eine Armee. And I saw all this in a vision. Und all das sah ich in einer Vision. At that moment, und in diesem Moment, a mighty warrior angel came and appeared before me. Kam ein
mächtiger Kriegsengel und erschien vor mir. And he had a long drawn sword in his hand. Und er hatte ein langes Schwert in seiner Hand. His body looked like bronze. Und sein Körper sah aus wie Bronze. And eyes of fire. Und Feueraugen. And he said, the battle is ready. Und er sagt, die Schlacht ist bereit. And then this angel flew up. Dann flog dieser Engel nach oben. And I saw a whole army of angels on chariots. Dann sah ich eine ganze Armee von Engeln in Wagen. And he blew the trumpet. Und er blies die Posaune. And the war took place. Und dann fand ein Krieg statt. And I keep on praising God and I was watching the whole scene. Und ich habe Gott weiter gepriesen und ich habe der ganzen Szene zugeschaut. And towards the end of the war, und am Ende dieses Kampfes, this captain who came to me, dieser Kapitän, der zu mir gekommen war, he took his sword and he cut the head of the evil captain. Kam und der Engel, der Kapitän zu mir kam, er nahm das Schwert und er schlug den Kopf dieses bösen Captains ab. And the head rolled down on the ground. Und sein Kopf rollte über den Boden. And the battle ended. Und die Schlacht war beendet. Now why am I saying this to you? Warum erzähle ich euch das? Because the word fight in the Greek, weil das Wort kämpfen im Griechischen, it says like this, sagt so, to battle until destruction takes place. Zu kämpfen bis Zerstörung stattgefunden hat. So when the angels engage in battle, wenn Engel in den Kampf ziehen, they will not stop until destruction takes place. Werden sie nicht aufhören, bis Zerstörung stattgefunden hat. Now this is what takes place in the heavenly realm. Nun, das ist es, was in dem himmlischen Bereich geschieht. So now let's come back to my experience meeting with the dragon. So, lasst uns zurückkommen zu meiner Erfahrung mit diesem Drachen. So now I'm standing before the dragon. So, ich stehe vor dem Drachen. And he looks at me and he says, how dare you come and stand before me? Und er schaut mich an und er sagt, wie kannst du es wagen, vor mich zu kommen? So I stood there wondering now how to defeat the devil. Und ich stehe dort und ich wundere mich, wie ich diesen Drachen besiegen kann. Not so much the devil, now the dragon. Also nicht den Teufel so sehr, sondern diesen Drachen. The dragon over your territory. Den Drachen über deinem Territorium. So as I was wondering, und ich habe mich das gefragt. Now the word of the Lord came to me. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Giving a strategy to defeat the devil. Und gab eine Strategie, diesen Teufel zu besiegen. And the strategies are the very keys that the Lord Jesus Christ himself used to battle against the devil. Und diese Strategien sind Schlüssel, die der Herr Jesus Christus selbst benutzt hat, um gegen den Teufel zu kämpfen. Now this entire strategy is found in Ezekiel chapter 28. Und diese gesamte Strategie finden wir im Hesekiel 28. Verses 12 to 19. Vers 12 bis 19. Do you have your good old-fashioned Bibles? Habt ihr eure guten altmodischen Bibeln? All right, please turn to Ezekiel chapter 28. Also lasst uns mal aufschlagen, Hesekiel 28. In every single verse from 12 to 19. In jedem einzelnen Vers von 12 bis 19. There are 10 keys to defeat the devil. Gibt es 10 Schlüssel, den Teufel zu besiegen? That is the Jesus pattern. Und das ist das Muster von Jesus. So we are not going to read all the scriptures. Wir lesen nicht die ganzen Schriftstellen. But you please take note of them. Aber bitte merkt sie euch. All these 10 keys are based on that scripture. Alle diese 10 Schlüssel basieren auf dieser Schriftstelle. Because in that encounter I had, weil in der Begegnung, die ich hatte, it was explained to me all these keys. Wurden mir alle diese Schlüssel erklärt. Now the keys are in contrast to the character of Lucifer. Und diese Schlüssel sind im Kontrast zu dem Charakter von Lucifer. If you look at those scriptures, wenn ihr euch diese Schriftstellen anschaut, from 12 to 19, von 12 bis 19, it describes to us how Lucifer was made. Die beschreiben uns, wie Lucifer geschaffen wurde. What are his characteristics? Was sind seine Charaktereigenschaften? His strong points. Was sind seine Stärken? And because of all his good strong points, und aufgrund all dieser guten Stärken, now he
fiel er. When he fell, und als er gefallen war, all his good points became corrupted. Wurden all diese guten Eigenschaften verdorben. Now to defeat the devil, um den Teufel zu besiegen, you need to be of the same character as how he was before the fall. Musst du den gleichen Charakter haben, den er hatte, bevor er abgefallen then war. Then you can counter the enemy. Dann kannst du den Feind überwinden und begegnen. Ezekiel chapter 28 verses 12 to 19. Ezekiel 28, 12 bis 19. Verse 12 says. Im Vers 12 heißt es. You were the seal of perfection, full of wisdom and perfect in beauty. Du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit. So key number one. Schlüssel Nummer 1. You must be perfect and complete in Christ Jesus, lacking nothing. Du musst vollkommen und perfekt sein in Christus Jesus ohne Mangel. James chapter 1 verse 4. Jakobus 1 Vers 4. You must be complete. Du musst vollkommen sein. In Christ Jesus. In Christus Jesus. The Bible tells us very clearly. Die Bibel sagt uns sehr klar. If you read the books of Ephesians and Colossians. Wenn man das Buch Epheser und Kolosser liest. It tells us who we are in Christ Jesus. Und diese Bücher sagen uns, wer wir in Christus Jesus sind. You must meditate them. Ihr müsst darüber über diese Bücher nachdenken. Because you are complete in Christ Jesus. Weil ihr in Christus Jesus vollkommen seid. That understanding must not only rule your mind, but also rule your heart. Und dieses Verständnis darf nicht nur in deinem Verstand sein, es muss in dein Herz regieren. That is putting on the helmet of salvation. Und das ist es, was es bedeutet, den Helm des Heils aufzusetzen. This is the first key to defeat the devil. Und das ist der erste Schlüssel, den Teufel zu besiegen. Where he fell, you must be lifted up. Wo er gefallen ist, musst du erhoben sein. Secondly, zweitens, the scripture says, die Schrift sagt, that you were in Eden, the garden of God. Du warst in Eden, dem Garten Gottes. Verse 13. Vers 13. He was in Eden and then he fell. Er war in Eden, dann ist er gefallen. So now, key number two. Schlüssel 2. You must learn to dwell in Eden. Ihr müsst lernen, in Eden zu verweilen. How do you do that? Wie macht man das? 2 Corinthians chapter 6 verse 16. 2. Korinther 6 Vers 16. It tells us that you are the temple of God. Da steht, dass ihr der Tempel Gottes seid. God dwells in you. Gott lebt in dir. He walks in you. Er wandelt in dir. And he talks in you. Er talks. Talks und with er spricht you. Durch dich. You are the temple of God. Du bist Gottes Tempel. So being the temple of God, und jetzt, wo du der Tempel Gottes bist, you must guard your body. Musst du deinen Leib bewahren. Living a life of holiness. Und ein Leben in Heiligkeit führen. When you do that, und wenn du das tust, you are living in the Garden of Eden. Lebst du im Garten Eden. Now, when you are in the very place from which Satan fell, und wenn du an dem gleichen Ort bist, von dem Satan gefallen war, you are reigning and ruling with Christ Jesus. Dann regierst du und herrschst du mit Christus Jesus. That is the foundation for your victory. Das ist die Grundlage für deinen Sieg. That is why it is the most important first point is you must be complete in Christ Jesus, lacking nothing. Und zuallererst, der erste Schlüssel ist, du musst vollständig, vollkommen sein in Christus Jesus, keinen Mangel haben. Key number 3. Nummer 3, Schlüssel 3. Ezekiel 28:13 says. Ezekiel 28:13 sagt. Every precious stone was your covering. Jede Art von kostbaren Edelsteinen war deine Decke. Lucifer was covered with 10 kinds of precious stones. Lucifer war bedeckt mit 10 Arten besonderen Steinen. And those 10 kinds of precious stones was beauty for him. Und diese wunderbaren 10 Steine waren seine Schönheit. And because of that, he fell. Und aufgrund dessen fiel er ab. So now,
Our key number three. Schlüssel Nummer drei jetzt. Be covered with the 12 precious stones that was on the breastplate of the high priest. Sei bedeckt mit diesen 12 kostbaren Steinen, die auf der Brustplatte der hohen Priester waren. Exodus chapter 28. 2. Mose 28. Verses 15 to 20. Verse 15 bis 20. Now those 12 stones on the breastplate of the high priest represents. Diese 12 Steine auf der Brustplatte vom Hohepriester repräsentieren the 12 kingdom principles of heaven. Die 12 Prinzipien des Königreiches der Himmel. The 12 kingdom principles of heaven are found in Matthew chapter 5, 6 and 7. Matthäus 5, 6 und 7 finden wir diese 12 Prinzipien des Königreiches der Himmel. Now you must be covered with that. Und damit musst du bedeckt sein. That is your breastplate of righteousness. Das ist deine Brustplatte der Gerechtigkeit. That will protect you from all the fiery dart or the attack of the devil. Das wird dich von den ganzen feurigen Angriffen des Feindes bewahren. Now listen, everybody. Hört mir genau zu. Satan, Lucifer was covered with 10 kinds of stones. Also Lucifer war bedeckt mit 12 Arten von Steinen. With those stones he walked in the kingdom of God. Und mit diesen 12 Steinen läuft er im Königreich Gottes. Now those stones became corrupted. Jetzt, wo waren diese Steine plötzlich verdorben? He's cast down. Er wird niedergeworfen. Now for you to defeat the devil, und dass du den Teufel besiegen kannst, you cannot be on this earth level. Kannst du nicht auf dieser Ebene, dieser irdischen Ebene sein. You must be lifted high up. Du musst erhoben sein. To where he was formerly. Da, wo er vorher war. And you must be covered with the stones. Und du musst mit den Steinen bedeckt sein. Not 10. Nicht 10. 12. 12. That is why on the breastplate of the high priest there were 12 stones. Deswegen waren auf der Brustplatte des hohen Priesters 12 Steine. Practice the principles of the kingdom of God. Das sind die Prinzipien des Königreiches Gottes. Number 4. Nummer 4. And verse 13 says, the workmanship of your timbrels and pipes were prepared in you the day you were created. Und es heißt, in Arbeit und Gold waren deine Ohrringe und deine Perlen an dir an dem Tag, als du geschaffen wurdest. Every manner of musical instruments were made inside the body of Lucifer. Und alle möglichen Arten von Instrumenten waren in den Körper vom Lucifer drinnen. That is why the devil now rules the rock and roll world. Deswegen regiert der Teufel jetzt die Rock'n'Roll-Welt. And heavy metal and black metal. Und heavy metal und black metal und alle möglichen Formen von Metal. All kinds of metal rock music. Alle möglichen Arten von Metal und Rockmusik. So he fell. Er fiel. Now key number 4. Schlüssel Nummer 4. You must be a people of praise. Ihr müsst ein Volk des Lobpreises sein. So that means you must be a worshipper. Das bedeutet, ihr müsst Lobpreiser, Anbeter sein. For such a purpose you were created. Für so eine, aus dieser Bestimmung wurdest du geschaffen. Isaiah chapter 43 verse 21. Jesaja 43, 41. Ephesians chapter 1 verse 12. Epheser 1 Vers 12. 1 Peter chapter 2 verse 9. 1. Petrus 2 Vers 9. These three scriptures tells us. Und diese drei Schriftstellen sagen God uns. God created us to show forth the praises of God. Gott hat uns geschaffen, um den Lobpreis Gottes hervorzubringen. And I show you another secret. Und ich zeige euch ein weiteres Geheimnis. Psalms chapter 8 verse 2. Psalm 8, Vers 2. There it is written, da steht geschrieben, that in the last days God will give a new song. Dass in den letzten Tagen
Gott ein neues Lied schenken wird. A new anointing. Eine neue Salbung. Of songs from heaven. Für Lieder vom Himmel. And those songs are for warfare. Und diese Lieder sind für geistlichen Kampf. When the people of God sing those songs. Und wenn das Volk Gottes diese Lieder singt. It will defeat the enemy. Wird das den Feind besiegen. It will push back the enemy forces. Und es wird die feindlichen Mächte zurückdrängen. So a new anointing is kept in reserve. Eine neue Salbung wird hier aufbewahrt. And that anointing will be poured. Und diese Salbung wird ausgegossen werden. So key number 4, be a worshipper. Schlüssel Nummer 4, sei ein Anbeter. Constantly lift up the high praises of God. Beständig den hohen Lobpreis vor Gott zu bringen. In 2 Chronicles chapter 20. Und im 2. Chronik 20. When Israel went for war against Sennacherib. Als Israel in den Krieg vor Sennacherib zog. God sent a prophet to tell them. Hat Gott einen Propheten gesendet, ihnen zu sagen. Let the worshippers go before the army. Lass die Sänger vor der Armee vorne wegziehen. And let them worship God. Und sie sollen Gott anbeten. But there is a problem here. Aber da gab es ein Problem. Listen carefully. Hört genau zu. When you worship God, wenn du Gott anbetest, you should not just sing any song you like. Dann solltest du nicht einfach nur Lieder singen, weil du sie jetzt magst. Because they were told exactly how to sing and what to sing. Weil ihnen wurde genau gesagt, was und wie sie singen sollten. They were told to sing the beauties of God's holiness. Und sie sollten über die Schönheit und die Heiligkeit Gottes singen. Sing saying the Lord is good and his mercies endures forever. Und sie sangen und sie sollten singen, der Herr ist gut und seine Gnade währet ewig. This is what is missing in today's church services. Das ist es, was uns mangelt in den Gottesdiensten heute. Many of the songs that are sung are just silly songs. Viele der Lieder, die da gesungen werden, sind törichte Lieder. They do not exalt God. Sie verherrlichen Gott nicht. They do not magnify God. Sie erheben Gott nicht. It makes us feel good. Die machen nur, dass wir uns irgendwie gut fühlen. You guten. Du, dass du dich gut fühlst. Me guten. Dass ich mich gut fühle. Doesn't bring glory to God. Aber es gibt Gott nicht Ehre. We must change. Das müssen wir verändern. And go back to the original way of worshiping God. Und zurückgehen zu dem ursprünglichen Weg, Gott anzubeten. When you do that, und wenn ihr das tut, the church will be transformed into the sword of the Lord. Wird die Gemeinde zurücktransformiert werden in das Schwert Gottes. And in whichever direction the devil will come, und aus welcher Richtung auch immer der Feind kommen wird, the sword of the Lord will turn around. Da wird sich das Schwert des Herrn auch in diese Richtung bewegen. We read that in Daniel chapter 3. Und wir lesen das im Daniel 3. A flaming sword guarded the tree of life. Ein feuriges Schwert hat den Baum des Lebens bewacht. And it turned in every direction. Und es hat sich gedreht in jede Richtung. That's what your church will become. Und das ist, was deine Gemeinde werden wird. And that's what your life will become. Und das ist es, was dein Leben werden wird. You will become the sword of the Lord. Ihr werdet das Schwert des Herrn werden. Now listen what I said. Hör zu, was ich sage. I did not say you will hold the sword of the Lord in your hand. I did not say you will hold the sword of the Lord in your hand. Ich sage nicht, ihr werdet das Schwert des Herrn in der Hand halten. I said you will become the sword of the Lord. Ich sage, ihr werdet das Schwert des Herrn werden. Your whole self becomes the sword of the Lord. Dein ganzes Selbst wird das Schwert des Herrn. So you become a weapon. Du wirst zu einer Waffe werden. And which devil will dare come near you? Und welcher Teufel wird es wagen, sich dir zu nähern? Number 5. Nummer 5. Number 5, the key says this. Nummer 5, der Schlüssel sagt Folgendes. And the scripture says in verse 14, und es heißt im Vers 14, you were the anointed cherub who covers. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. So that brings us to key number 5. Und das bringt uns zum Schlüssel 5. You must be anointed with the Holy Spirit. Du musst mit dem Heiligen Geist gesalbt sein.
Look at an example in the life of the Lord Jesus. Schaut euch das Beispiel im Leben vom Herrn Jesus an. Acts chapter 10 verse 38. Apostelgeschichte 10, 38. Now, not only you must be anointed. Du musst nicht nur gesalbt sein. The anointing must not only be on your head. Und die Salbung darf nicht nur auf deinem Kopf sein. But the anointing must cover you completely. Und die Salbung muss dich vollständig bedecken. Psalms 133 verse 2. Psalm 133, Vers 2. It is like the precious oil that came upon the head. Es ist wie das kostbare Öl, das auf den Kopf gegossen worden ist. Running down the beard. Und es rinnt herunter den Bart. The beard of Aaron. Den Bart Aarons. And running down the edge of his garments. Und es rinnt herunter bis zu den Enden seines Gewandes. So the anointing is not only on the head. Also die Salbung ist nicht nur auf dem Kopf. But it covers you completely. Aber sie bedeckt dich vollständig. So that tells us. Und das sagt uns, you must be filled with the Spirit all the time. Du musst alle Zeit mit dem Geist gefüllt sein. And how to be filled with the Spirit all the time? Und wie sind wir die ganze Zeit immer beständig mit dem Geist gefüllt? Ephesians chapter 6 verse 18. Epheser 6 Vers 18. Praying in the Spirit all the time. Beständig alle Zeit im Geist zu beten. Praying in unknown tongues all the time. In unbekannten Sprachen alle Zeit zu beten. Then you are full of the Spirit all the time. Dann seid ihr alle Zeit voll des Geistes. And there is another meaning to be uncovered. Und da gibt's noch eine andere Bedeutung dafür, schirmend zu sein. It is to live a life of total submission to God. Ein Leben in voller Unterordnung zu Gott zu leben. This is a pattern we can learn from the life of the Lord Jesus. Und das ist ein Muster und das lernen wir aus dem Leben vom Herrn Jesus. If you read John chapter 5 and chapter 6. Und wenn wir Johannes Kapitel 5, Kapitel 6 lesen. The Lord Jesus says. Da sagt der Herr Jesus. The Son can do nothing of his own. Der Sohn kann nichts aus sich selbst heraus tun. Except what he sees the Father do. Nur was er den Vater tun sieht. He lived a life of submission. Er lebte ein Leben der Unterordnung. So that is a covering. So das ist dieser Schirm. See, when a woman covers her head, wenn eine Frau ihren Kopf bedeckt, the Bible says it is a sign of submission to her husband. Dann ist das, sagt die Bibel, ein Zeichen der Unterordnung zu ihrem Ehemann. And the Bible says, und die Bibel sagt, that covering is the Lord Jesus Christ. Dieser Schirm ist der Herr Jesus Christus. So covering is a sign of submission. Und dieser Schirm, diese Beschirmung ist ein Zeichen der Unterordnung. So when you are totally submitted to the Lord God. Wenn du vollständig dem Herrn Gott hingegeben, untergeordnet bist, the wings of God covers you. Dann werden dich die Flügel des Herrn beschirmen. You know, when the wings of God covers you, und wenn die Engel des, wenn die Flügel des Herrn dich beschirmen, it is a protection. Dann ist das ein Schutz. So which darts of the devil can penetrate that wing and touch you? Und welche Pfeile oder ja, des Feindes können dich da noch berühren oder treffen? Nothing. Nichts. And I tell you one secret. Und ich sage euch ein Geheimnis. The wings of God. Die Flügel Gottes. Not only the wings of God. Not only the wings of God, nicht nur die Flügel Gottes, but also the wings of the angels. Auch die Flügel der Engel. Every feather is a sword. Da ist jede Feder ein Schwert. So when you are covered, wenn du bedeckt bist, the sword from the feathers will fly out. Dann werden die Schwerter, die Federn herausfliegen. To strike the enemy. Um den Feind niederzustrecken. Key number 6. Schlüssel Nummer 6. Verse 14 says, im Vers 14 heißt es, you were on the holy mountain of God. Du warst auf dem heiligen Berg Gottes. Now, he was high up on the holy mountain of God. Und war weit oben, hoch oben auf dem heiligen Berg Gottes. Now he fell down. Und dann fiel herunter. So, key number 6. Schlüssel Nummer 6. You must abide in the mountain of God. Du musst verweilen auf dem Berg Gottes. How do you do that? Wie machst du das? That is living a life of prayer.
indem du ein Gebetsleben führst. Living a life learning to wait on God. Indem du ein Leben führst, indem du wartest, indem du lernst auf den Herrn zu warten. Exodus chapter 24. 2. Mose 24. Verses 12 to 18. Verse 12 bis 18. Revive your prayer life. Erweckt euer Gebetsleben. Don't just pray 5 minutes a day. Bete nicht einfach nur 5 Minuten jeden Tag. That will never even defeat a cockroach. Das wird noch nicht mal eine wie heißen die? Eine Cockroach? Ja, wait, eine Kakerlake besiegen. No cockroach in Germany? No? I don't. Sometimes. Sometimes, ah. What is it Kakerlake. Called? Kakerlake. Stimmt, ist richtig, ja? Stimmt, nice, ja? Nice name, Kakerlake. Kakerlake. Yeah? Kakerlake? Ah, Kakerlake. Kakerlake. Okay. The cockroaches in living in other countries will be so thrilled to hear the name Kakerlake. Also die Kakerlaken in den anderen Ländern, die werden so begeistert sein, diesen Namen zu hören. Because the word cockroach doesn't sound nice. Also das Wort Cockroach klingt nicht richtig, nicht schön. Kakerlake sounds nicer. Aber Kakerlake stimmt. Aber Cockroach ist Kakerlake, ja? Stimmt das? Kakerlake, ja, Kakerlake. Sounds like chocolate, no? Sounds like chocolate. Klingt wie Schokolade. Same color, cockroach and chocolate, same color. Gleiche Farbe, Kakerlake und Schokolade. Next time I eat chocolate, I'll remember cockroach. Das nächste Mal, wenn ich Schokolade esse, erinnere ich mich an Kakerlaken. So. Sorry. Increase your prayer life. Lass dein Gebetsleben zunehmen. And learn to wait on God. Und lerne auf den Herrn zu warten. That is very important. Das ist sehr wichtig. When you learn to wait on God, you'll be transformed. Und wenn du lernst auf den Herrn zu warten, dann wirst du transformiert werden. Your life will be renewed and transformed. Dein Leben wird erneuert und transformiert werden. Number 9. Oops. Nummer 9. 8. 5, 6, 7. 7. Right? 7. 7. Number 7, look at verse 14. Und wir schauen im Vers 14. You walked back and forth in the midst of fiery stones. Mitten unter den feurigen Steinen gingst du einher. Now what is that? Was ist das? Highly exalted spiritual experiences. Hohe geistliche Erfahrungen. Now today, in these present times, heute in den heutigen Zeiten, people are desiring for spiritual experiences. Verlangt es Menschen nach geistlichen Erfahrungen. But remember, aber erinnert euch, highly exalted spiritual experiences can corrupt you. Hohe geistliche Erfahrungen können dich auch verderben. The Bible says, die Bibel sagt, Lucifer walked on the stones of fire. Lucifer ging auf diesen Feuersteinen. You know, there is a place in heaven. Es gibt einen Ort im Himmel. And not everybody in heaven has access to that place. Und nicht jeder im Himmel hat da auch Zugang zu diesem Ort. That place is near where the Father God dwells. Und dieser Ort ist in der Nähe, wo Gott der Vater verweilt. Only very, very high ranking angels are allowed to go there. Und nur sehr hochrangige Engel haben dort Zugang. And he walked on the stones of fire. Und geht auf diesen feurigen Steinen. Those are secret places of God. Und das sind geheime Orte Gottes. Every stone is full of revelations. Jeder Stein ist voller Offenbarungen. And I was meditating on this. Und ich habe darüber nachgedacht. And I saw in a vision. Und ich sah in einer Vision. Lucifer walking on the stones of coal, on stones of fire. Und ich sah, wie Lucifer auf diesen feurigen Steinen ging. And his face was looking down on the stones. Und sein Gesicht schaute runter auf diese Feuersteine. And his heart exalted with pride. Und sein Herz hat sich mit Stolz erhoben. Pride of his privileged position. Stolz über seine privilegierte Position. Highly exalted spiritual experiences can bring pride. Und hohe geistliche Erfahrungen können Stolz bringen. Can corrupt you with pride. Können dich mit Stolz verderben. So guard your heart. Be-
schützt eure Herzen. Whatever experiences God bless you. Mit was für Erlebnissen der Herr immer dich auch segnen wird. Humble yourselves. Demütigt euch. We read from the life of the Apostle Paul. Und wir lesen im Leben vom Apostel Paulus. In 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Im 2. Korinther 12 Vers 7. A thorn was given to him so that it will keep him humble from all the high visions and revelations he received. Er hatte einen Dorn empfangen, der ihn in Demut halten sollte von diesen ganzen wunderbaren Offenbarungen und Visionen, die er bekommen hat. So guard your heart. Schützt euer Herz. Number 8. Nummer 8. Number 8, let's look at verse 15. Und lasst uns nun für Nummer 8 im Vers 15 schauen. You were perfect in your ways from the day you were created till iniquity was found in you. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis sich Unrecht an dir fand. Key number 8. Schlüssel Nummer 8. Walk before God with a perfect heart. Wandel vor Gott mit einem vollkommenen Herzen. Genesis chapter 17 verse 1. 1. Mose 17 Vers 1. Matthew chapter 5 verse 48. Matthäus 5, 48. Commit all your ways unto God. Befehle dem Herrn alle deine Wege an. That he may direct your path. Dass er deinen Weg führen und leiten wird. Number 9. Nummer 9. Verse 16. Vers 16. By the abundance of your trading you became filled with violence within and you sinned. Durch die Menge deines Handelns fülltest du dein Inneres mit Gewalttat und sündigstest. Key number 9. Schlüssel 9. Do not merchandise the anointing of God. Handel nicht mit der Salbung Gottes. Don't sell the anointing. Verkaufe die Salbung nicht. Don't put a price to the anointing. Setze keinen Preis fest für eine Salbung. Freely you receive from God. Frei hast du es empfangen. Freely you give. Umsonst gibst du es. A good example of this is found in Acts chapter 8. Und ein gutes Beispiel dafür finden wir im Apostelgeschichte 8. Verses 18 to 24. 18 bis 24. A former witch doctor, after he got saved at the revival in Samaria. Ein ehemaliger Zauberer, der in der Erweckung in Samaria gerettet worden war. Wanted the anointing that the apostle Peter had. Und er wollte die Salbung, die der Apostel Petrus hatte. So he gave a large sum of money offering to Peter. Und er gab dann eine große Menge Geld, ein Geldopfer zu Petrus. He said, take this money. Und er sagt, nimm das Geld. And transfer your anointing to me. Und transferiere deine Salbung zu mir. Many people today do that. Für heutzutage machen das viele Leute. They go to this man of God or to that man of God. Sie gehen zu dem oder zu dem Mann Gottes. And they say, put your hands on me. Und sie sagen, leg deine Hände auf mich. Transfer all your anointing upon me. Und transferiere deine ganze Salbung zu mir. The Apostle Peter told him. Und der Apostel Petrus hat ihm gesagt, you cannot buy God with money. Du kannst Gott nicht mit Geld kaufen. You cannot do that. Kannst du nicht. Don't sell the anointing, don't try to buy the anointing. Verkauf die Salbung nicht und versuch sie nicht zu kaufen. Okay, again, what does this deal with? Und worum geht's hier? Attitude of the heart. Wieder mit einer Haltung des Herzens. The anointing is not yours. Die Salbung gehört nicht dir. It's not yours to possess. Gehört nicht dir, dass du sie besitzt. The anointing belongs to the Holy Spirit. Die Salbung gehört dem Heiligen Geist. You are just a servant. Du bist nur ein Diener. Remember that. Erinnere dich daran. You are not master. Du bist nicht Meister. You are servant. Du bist Diener. And what is a servant? Was ist ein Diener? This morning I saw a wonderful example of what is a servant. Heute Morgen habe ich ein wunderbares Beispiel davon gesehen, was ein Diener ist. When I am introduced, als ich vorgestellt wurde, they said, oh, he's a servant of God. Hier, das ist ein Diener Gottes. Today, that title becomes something where you are flying high up in the sky. Heute ist dieser Titel etwas und du fliegst damit hoch weit in den Himmel. Servants of God. Diener Gottes. Two horns come up. Kommen zwei Hörner raus. Servant of God. Diener Gottes.
So this morning after my session I went to the restroom. Also heute Morgen nach meiner Session bin ich zur Toilette. And I saw one of our volunteer cleaning the toilet. Und ich habe gesehen, wie jemand bei uns die Toilette gereinigt hat. He is our faithful partner from Switzerland. Und es ist ein treuer Partner von uns aus der Schweiz. At that time nobody was in the toilet. Zu dieser Zeit war sonst niemand in den Toiletten. He was all alone mopping and cleaning the toilets. Und er war dort ganz alleine und hat dort die Toiletten gewischt und sauber gemacht. And the toilet was sparkling clean. Und der Boden, er war glänzend sauber. So clean you can stay there. So sauber man hätte dort bleiben können. So when I went into the restroom, I looked at him. Und als ich bin dann in den Waschraum und ich habe ihn angeschaut. He didn't notice me coming in. He didn't notice me. Er hat mich nicht bemerkt. And he was happily mopping and cleaning and singing song. Und er hat da fröhlich gewischt und gereinigt und ein Lied gesungen. So I thought to my heart. Habe ich im Herzen gedacht. What a dedicated servant heart he has. Was für ein hingegebenes, dienendes Herz er hat. He's not standing here. Er steht hier nicht. Nobody knows him. Niemand kennt ihn. But all alone in cleaning the toilet. Aber dort ist er ganz alleine und reinigt die Toiletten. The eyes of God looking at him. Und die Augen des Herrn waren auf ihm. See, nobody knows him. Keiner kennt ihn. If I didn't tell you, you wouldn't know him. Wenn ich who? What? Brother, stand up. Bruder, steh mal auf. Give a good clap to that brother. Gib ihm mal einen guten Applaus. He is that servant of God. Er ist ein Diener Gottes. Amen. Amen. What he did is same as what I am doing here. Und was er tat, ist das gleiche, was ich hier tue. So what I should think myself? Was ich selbst denken sollte? He cleaned the toilet. Er hat die Toilette gereinigt. I am cleaning you. Und ich reinige euch. Amen. Ja? Same. Gleiche. So I must not think no horns. Also, ich muss keine Hörner hier kriegen. He has a mop in his hand. Er hat diesen Wischmopp in der Hand. I have Bible in my hand. Ich habe die Bibel in der Hand. That's the only difference. Das ist der einzige Unterschied. Our rank is the same. Unser Rang ist der gleiche. Keep that attitude in your heart. Halte diese Haltung in deinem Herzen. You have that attitude, wenn du diese Haltung hast, you will not fall. Dann wirst du auch nicht fallen. So remember that. Erinnert euch daran. Number 10. Nummer 10. Walk humbly and meekly before God. Wandle demütig und sanft vor dem Herrn. That is the 10th key. Das ist der 10. Schlüssel. Matthew chapter 11 verse 29. Matthäus 11, 29. Walk humbly and meekly before God. Wandle demütig und sanftmütig vor dem Herrn. In Ezekiel chapter 28. Im Ezekiel 28. You'll find that verse 16. Therefore I cast you as a profane thing out of the mountain of God. Und wir finden verse 17. Und wir finden im Vers 17. Your heart was lifted up because of your beauty. Dein Herz wollte hoch hinaus wegen deiner Schönheit. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Du hast deine Weisheit zunichte gemacht um deines Glanzes willen. So key number 10. Schlüssel Nummer 10. Walk humbly and meekly before God. Wandle sanftmütig und demütig vor dem Herrn. When you walk humbly and meekly before God. Wenn du sanftmütig und demütig vor Gott wandelst. You will always abide under the shadow of the Almighty. Wirst du beständig im Schatten des Allmächtigen bleiben. When you are abiding under the shadow of the Almighty. Und wenn du im Schatten des Allmächtigen bleibst. The power of the Most High surrounds you. Wird dich die Kraft des Höchsten umgeben. When the power of the Most High surrounds you, und wenn dich die Macht des Höchsten umgibt, all power and all authority is in your hands. Dann ist alle Macht und alle Autorität in deiner Hand. When all power and all authority is in your hands, und wenn alle Macht und alle Autorität in deiner Hand ist, then the devil is under your feet. Dann ist der Teufel unter deinen Füßen. Amen. Amen. He's under your feet. Er ist unter deinen Füßen.
These are the 10 keys to defeat the devil. Und das sind die 10 Schlüssel, den Teufel zu bekämpfen und With zu besiegen. With these 10 keys, you can war over the dragon over your nation. Und mit diesen 10 Schlüsseln könnt ihr den Drachen über eurer gegen den Drachen über eure Nation kämpfen. Amen. Amen. Are you ready to wage war? Seid ihr bereit, in den Krieg zu ziehen? Are you ready? Seid ihr bereit? Stand up to your feet, Lasst please. Lasst uns mal aufstehen. Now I'm going to give you some instructions. Ich gebe euch jetzt ein paar Anweisungen. And you must follow exactly as I tell you. Und ihr befolgt bitte genau das, was ich sage. Can you do that? Könnt ihr das machen? All right. Please okay. Pack your bags. Packt mal eure Sachen, eure Taschen. Pack your bag. Packt eure Taschen. If you have a bag with you, put your Bible, your notebook Wenn du in your Tasche bag. Dabei hast, tu deine Bibel, alles was du hast, in die Tasche. Camera remove penangga. Okay, no talking please. Just pack your bags. Nicht reden, packt einfach eure Tasche. Have you done that? Habt ihr das gemacht? Okay. The chair on which you are sitting. Und der Stuhl, auf dem du sitzt. Carry the chair in your hands. Nimm mal den Stuhl in deine Hand. And stack them on your right side and on your left side. Und tu sie zur rechten und zur linken bringen. Please don't talk, just carry the chairs and put them away. Redet bitte nicht, nehmt einfach die Stühle und tragt sie weg. Put the camera melowing, stage. Speaker working? I don't know. You couldn't hear, no? I could hear, but like if you go this way, I have to follow a little bit you. It's very soft. You are making one mistake now. Ihr macht hier einen Fehler. Put all your bags in that corner. Alle eure Taschen auch in die Ecke, bitte. Don't carry your bags. Haltet eure Taschen nicht fest. Everybody ready? Seid ihr alle bereit? Okay, now please listen carefully. Jetzt hört genau zu. There are people here from many nations. Und es gibt Menschen aus vielen Nationen hier. I want you to stand by your nations. Und ich möchte, dass ihr euch jetzt als Nationen zusammenstellt. For example, people of Hungary in this place. Zum Beispiel die Ungarn an diesem Ort. They will do that. Would you mind taking out another microphone? Yes.
I'm going down to pray for them. By birth, yeah. Philippines? You are Philippines. Some Filipinos are also staying in the... No, they are Germans. From which nation you are? Like this one, and I put it on in a second. Okay. It's not on yet. Please listen to me carefully. Wenn ihr prophetisch seid, dann macht ihr jetzt hier keinen Spaß. Macht jetzt mal hier, findet euch in Kreisen zusammen. You don't have to face towards the prophet. Ihr müsst jetzt... Don't give wrong instruction. Just tell them to stand by their nations. Stand by the nation. Ihr müsst euch jetzt einfach nur als Nationen zusammenfinden. Just stay together and the nations together. Stellt euch zusammen und dass die Nationen zusammenstehen. How shall they stay? Do you know which nations people are from? Yes. Okay. Why don't you tell them? Yeah. Okay. One, let's say for example, Hungary is here. Yeah. And then another area is Switzerland. Okay. Another area. Okay. Yeah. So, all the Hungarians are here. Also, Ungarn haben wir hier drüben. Deutschland! Okay. All the Germans behind to that elder brother. Who? All the Germans. All the Germans behind there. Also die Deutschen gehen mal da hinten hin zu dem Bruder. Very good. All the France to the left. Frankreich nach links. All the Netherlands towards this pillar. Niederlande Richtung dieser Säule. Switzerland towards this pillar. Schweiz Richtung diese Säule. All Ireland just in between here. Irland hier in der Mitte. UK towards here. England, UK dahin. Denmark, just stand here. Dänemark hier. Sweden towards here. Schweden hierhin. Portugal, please speak. Portugal here. Portugal here. There's only one person. Finland. Finland. How many people from Finland? Wer ist hier von aus Finnland? Please come here forward. Komm nach vorne bitte. Only two persons. This sister. Belgium. Towards here. Belgien here. Little bit behind. Which country is missing? Spanien. How many people? Spain. Please come forward. Spain. Italia here. Cameroon. Just little bit behind here. It's not Cameroon. George. They are not Cameroon. Where are they staying? Austria. Huh? Austria. Oh, they are Austria, not Cameroon. You are not from Cameroon. You are Austria. You are representing Austria. Okay? Austria?
You go to your country there. Where are those people living? Where are they living? Which nation are they living? Excuse me, which country you are living? Huh? You came from Cameroon? Living in? Not but where are you living here in Europe? Deutschland. Germany. You have to go to Germany. Is anybody missing? Norway, okay. Norway, you miss space here. How many people? Two, no? Okay, please stay there. That's okay. United States. United States, very good. Just a little bit behind. Well, make some space. Okay, you go ahead, please. Join them, please. Holland. Poland. Yes. You. Poland. 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 Stay there. Stay there. Stay there. Yes. Which country? Eh? But which country you are staying here? Luxembourg. Okay, very good. Stay there. Good group. Okay. Romania. Romania. All the Romanians stay here. Yes, very fine. Very good. France. France, yes, you are staying together. I know that. I saw that. You are? Ireland. Ireland. No, no. Ireland is here, just behind you. Anybody, any country else missing? No. Canada, okay. Stay together, US. Stay together with the US. No, South Africa, one person. Okay. You may come forward. Michelle, you stay here. I know you came from South Africa. Japan, please come here. Please. Okay. Kazakhstan. Yes, wonderful. Please stay there. Done? All ready now? Okay, seid ihr alle bereit? Now please stand in one line. Stellt euch jetzt bitte in within your group, one line. In deiner Gruppe, in einer and Reihe behind, auf. If you are a bigger group. Und wenn ihr eine größere Gruppe seid. Listen. If you are a bigger group, wenn ihr eine größere Gruppe make seid, two lines. Dann macht zwei Reihen oder wie viel nötig sind. Are you ready? Seid ihr bereit? Don't stay too close one line behind another line. Stellt euch nicht zu eng eine Reihe hinter der anderen. I will come and lay my hands and pray for you. Und ich werde für euch beten, Hände auflegen. So one line behind another line. Eine Linie hinter die andere. Can you please put your baby down? Everybody ready? Seid ihr alle bereit? If you are carrying your baby, please put it down. Und wenn du dein Kind auf dem Arm hältst, dann tu es jetzt mal runter, bitte. Please don't carry your baby. Trag dein Kind jetzt bitte nicht. Okay, everybody, close your eyes and look unto God. Schließt mal alle eure Augen, schaut auf den Herrn. I can get a part of it. Lift up your eyes. Erhebt eure Augen. Please don't look at anybody. Schaut niemanden sonst an. Don't think about anything right now. Denke einfach jetzt an nichts. Just lift up your hearts and look unto the living God. Erhebt eure Herzen und schaut auf den lebendigen Gott. All the things that you heard me share today. Alle die Dinge, die ihr gehört habt, die ich heute mitgeteilt habe. The 10 keys. Diese 10 Schlüssel. The sword of the Lord. Das Schwert des Herrn. It will be given to you right now. Wird dir jetzt gegeben werden. The wings like eagle will be given to you. Flügel wie Adler werden dir jetzt gegeben. And all the things that you heard in this conference. Und alle die Dinge, die du in dieser Konferenz gehört hast. They'll be given to you right now.
werden dir jetzt gegeben werden. So prepare your hearts now. Bereitet euer Herz vor. நான் மைக்கை கொடுக்க சொன்னா நின்று பாட்டு பாடு. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Your
person. Right now. Yet. Let it be poured all over them. Lass sie über ihnen ausgegossen sein. Let it flow all over them. Lass es über sie fließen. Let your anointing flow all over their head and all over their bodies. Lass die Salbung über ihren Kopf, über ihren ganzen Körper fließen. In the name of the Lord Jesus. In dem Namen des Herrn Jesus. In the name of the Lord Jesus. In dem Namen des Herrn Jesus. Lord Jesus. Herr Jesus. Walk in the midst of your people. Geh durch deine Leute hier. And lay your blessing hands upon them right now.
God, pour out your grace. Pour it out, pour it out. Pour it out, pour it out. Pour it out, pour it out, Lord. See. Singing. Spirit.
of the glory, God. Oh, we worship you, Jesus. Come on, let's lift up our hands and just bless God. Oh, we bless you, Jesus. And I exalt thee. And I God with all that is within you. Bless him, for he has done wondrous things in your lives. He has spoken over your nation. He has given you direction. Just bless him with all your heart. Bless him with everything within you. Mit allem, was in euch ist, preist ihn, Herr. Comes towards the end of our conference. Wir kommen zum Ende dieser Konferenz.
we are sure that God has touched you and blessed you. Und wir sind sicher, dass Gott dich berührt hat und gesegnet hat. You have received the keys and the weapons. Ihr habt Schlüssel und Waffen erhalten. And you are going to engage with those things in your countries. Und ihr werdet diesen Dingen in euren Ländern begegnen. You are going in the authority of the Almighty God. Und ihr werdet in der Autorität des allmächtigen Gottes gehen. Amen. 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 I have one request to all of you. Ich möchte jetzt noch eine Bitte an euch alle richten. You know, our friends in the kitchen needs somebody to do some extra work to finish and clean. Unsere Freunde in der Küche bräuchten noch ein bisschen extra Hilfe beim Putzen. It would be really appreciated if you could volunteer and just go ahead and help. Es wäre super, wenn hier jemand freiwillig gehen würde und helfen könnte. You can talk to Pastor Krumbacher right now. He will. Okay, he's standing here. Can you lift up your hands? Könnt ihr zum Pastor reden? Er wird euch dann einleiten. He will give you instructions. Er wird euch anweisen. Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Vater, wir danken dir. We are blessed much beyond our expectation, Lord. Und du hast uns reichlich gesegnet über unsere Vorstellung. You have been with us like a father all these days. Und du warst zu uns wie ein Vater in diesen Tagen. You have blessed us.